Open Source ist für uns ein ganz wichtiges Instrument hin zur digitalen Souveränität. Digitale Souveränität heißt, dass wir unsere Instrumente fürs tägliche Arbeiten selbst als Staat auch in der Hand haben wollen. Und das ist ganz wichtig, weil wir uns rausbegeben wollen aus der Abhängigkeit von großen, meist amerikanischen Softwareherstellern. Diesen Weg gehen wir als Schleswig-Holstein und versuchen dabei, möglichst viele mitzunehmen. Dataport ist da ein ganz wichtiger Partner, der sich früh auf den Weg gemacht hat, entsprechend Open Source zum Einsatz zu bringen. Im Rechenzentrum laufen schon ungefähr die Hälfte aller Anwendungen auf Open Source Basis. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen. Wir wollen auch die klassischen Verwaltungsarbeitsplätze entsprechend umstellen. Das Ziel ist, bis 2025 weitgehend durch zu sein, damit entsprechend auch zum Beispiel Office-Pakete oder Videokonferenzlösungen, Kollaborationstools entsprechend anzubieten. Wir werden das mit einem Programm machen, wo wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesen Produkten entsprechend auch begeistern.